Herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. Wir befinden uns hier gerade in der Region Achaia. Da habe ich gerade eben diese Festung hier, die habe ich soeben ein wenig dezimiert und zwar so weit, dass wir eine Eroberungsschlacht durchführen können. Und wegen dem Kultisten hier, wegen dem Palas war es, ne? Ja, wegen dem Palas. Und da steht nämlich, dass wir auf dem Schlachtfeld von Achaia für Athen kämpfen müssen. Ich hatte auch zwischenzeitlich wieder mal ein bisschen offline gespielt. Und zwar habe ich die Quest hier, Spartanisches Siegel, die habe ich eingesammelt. Und ich habe noch, da war noch ein anderes Quest hier oben. Was hatte ich denn noch gemacht? Da war noch ein zweites. Fällt mir gerade nicht mehr ein. Na, auf jeden Fall war da noch so ein zweites Sammelquest. Die Schiffe hatte ich ja vorher schon erledigt. Gelevelt habe ich noch nicht, weil wir ja die ganzen Dingsbums, nicht Edelsteine, sondern hier, das ganze Obsidian hat man ja ausgegeben für die Schiffe. Die Schiffe sind komplett gelevelt jetzt. Nur alles auf Max hier. Deswegen haben wir auch kein Geld mehr. Aber jetzt versuchen wir wirklich mal, diesen Kultisten zu erwischen und in der Schlacht für Athen zu kämpfen. Und da wird der dann wohl auftauchen. Und den schnappen wir uns dann. Danach geht's wieder zurück nach Melos auf die Inselgruppe und machen dann dort weiter. Aber erstmal müssen wir den da weghauen. Ich hatte das schon mal gemacht hier und habe danach aufgehört mit Spielen und zack ist die, naja, die Treue war die wieder auf 100% und dann musste man es nochmal machen. Aber so ist das halt. Bei manchen steht die Schlacht immer, aber hier in Achaia scheinbar nicht. Ja, ich komme mal hier. Also, für Athen, gucken wir nochmal vorsichtshalber nach. Schließe dich Athen an, genau. Und zwar ist das normal. Dann machen wir das. Adlerfrau, wenn du hier bist, steht uns Athena vielleicht doch bei. Was ist denn los? Diese scheißefressenden Spartaner haben uns festgenagelt. In der kommenden Schlacht könnten wir jemanden mit deinen Talenten brauchen. Na, das machen wir doch. Gut, ich bin dabei. Das höre ich gern. Schicken wir die Spartaner zu Hades. Und dann lass uns mal in die Schlacht eingreifen. So, wir metzeln uns erstmal ein bisschen durch, bis wir die entsprechenden Hauptmänner und Söldner finden. Da haben wir schon einen. Ah, der ist nicht so fit. Scheint's mir, komm. Nummer 1, da war's das. Wir kämpfen auf der blauen Seite. Wir treffen natürlich auch die Blauen mit, aber mein Gott. Da haben wir den Nächsten. Komm, machen wir das mal so. Und dann machen wir das mal so und hauen da mal ein bisschen rauf. Einfach so wild durcheinander. Niemand mehr da, den ich hauen kann. Na komm, treff ihn doch mal, ja. Das war dann der zweite Hauptmann. Suchen wir uns mal den nächsten. Ruhig. Ich werde zusehen, wie das Leben dich verlässt. Oh, das ist schon Pallas.
Okay, Pallas, dann zeig mal, was du kannst. Dann machen wir mal so. Und drauf auf der... Weg ist er. Mist. Wir machen ihn kaputt. Mit allen Mitteln, die wir haben. Ja. Ey. Na komm her. Okay, er macht mich auch ganz schön. Concentrating. Hier, da dringt auch noch was. Okay, wir machen mal hier den. Ja. Der ist sehr gut. Hey, 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 nicht mit mir. Okay, wenn unsere... Komm gleich, mach mal. Ja, und dann machen wir mal den. Weil es gerade so passend ist. Und danach haben wir wieder alles voll. Und können danach gleich in die Vollen gehen. So. Und dann haben wir drauf, komm. Und nochmal. Und wo ist er? Und dann war es das mit ihm. Amazon-Reif haben wir bekommen. Ja, Kultistenmenü. Ach ja, das brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Und vorgelesen haben wir den auch schon 10-mal, oder? Aber der hat uns, glaube ich, einen Hinweis gegeben. Notiz des Überläufers. Diese Flagge war weiß, nun ist sie mit dem Blut meiner Brüder bedeckt, meiner Söhne. Ich werde nicht mehr für den Kosmos kämpfen. Und Salt Pallas ist blutrünstig. Er kämpft nicht des Ruhmes wegen. Er kämpft, um Leid zuzufügen. Jemand muss ihn aufhalten. Irgendwer. Wenn er gegen Achaia zieht, muss sich ihn jemand in den Weg stellen. Ich habe es versucht. Ich bin gescheitert. Aber hat er denn irgendwas aufgedeckt? Hat nichts aufgedeckt. Eine 7 von 8. Diese beiden werde ich wahrscheinlich in dieser Inselgruppe finden, die wir danach gerade eben haben. Und den hier weiß ich noch nicht. Ägäis. Die Ägäis. Wo sind denn die Ägäis? Warum ist denn der immer noch in diesem Modus? Ach so. Ach ja, ich müsste mal die Karte addes. Oh, da. Wir gehen mal hier zu den Typen. Und machen die mal ein bisschen weg. Versuchen das zumindest. Okay, das war gut. Wo ist er? Hier ist er. Jubelt der? Der hat überhaupt keinen Grund zu jubeln. Gibt's ja gar nicht. Na, siehst du mal. Und alle brennen gleich. Wo ist der Nächste? Da ist der Nächste. Den machen wir mal so. Oh, da hinten steht schon wieder der Nächste. Und dann haben wir einfach... Hallo, hallo. Wo ist denn der hin? Hey. Na, wo ist denn der hin? Der war doch noch gar nicht tot. Der war noch gar nicht tot. Aber er ist weg. Da hinten ist... Nee, das ist auch ein normaler. Ich verstehe das nicht. Brauchen wir ein paar Hauptmänner. Mist. Hey, da kam einer angeflogen. Komisch. Ja, rein da in die Suppe. Irgendwie ist gar nicht mehr so viel übrig. Da sind sie, hä? Wieso hatte ich die vorhin nicht gesehen? Ach, da war gerade einer, na gut. Und so, dem setzen wir mal fix nach. Komm, na treff ihn doch mal, ja. So.
Und den einen da drüben holen wir noch. Am Randa. Da ist er ganz allein. Oh. Und dann ist er auch schon weg. Und das war's jetzt. Komm. Jubelt. Wir wollen nicht mehr jubeln. Na, dann schlagen wir nochmal irgendwo rein. Oh, doch jetzt. Sieg. Athen hat Sparta erfolgreich besiegt. Der Stadt Achaia steht dennoch weiter an der Seite von Athen. Hä, wieso denn dennoch? Athen hat doch Sparta besiegt. Natürlich steht... es gab, ja, Pallas 53,5. Naja, nicht so die Welt. Ja. Wir sammeln noch mal ein bisschen ein, was hier so ist. Helden des Kults, ja. Haben wir besiegt. Also die Quest haben wir gelöst. Wahrscheinlich, ne, wieder so und so. Die Gruppe, weil wir die Gruppe hier oben bereinigt haben. Diese Gruppe, die sind alles so Gruppen, die sind in Quests und uns fehlt jetzt noch Artefaktfragmente. Die Götter der Ägäis müssen wir noch erledigen. Oh, zu Demosthenes könnten wir auch erstmal reisen. Das machen wir, glaube ich, als nächstes, bevor wir dann zurückreisen hier. Ja, das sieht gut aus. Komm, das machen wir mal. Das ist wo? Komm, zeig dich. Ja, wenn man es nur mal, wenn man es sehen würde. Hier. Ah, es ist wieder so versteckt, natürlich. Da reisen wir mal hin. Und wo ist er denn, der Gute? Steht er gleich unter mir, hä? Ja, der steht gleich unter mir. Und er wird sicher weitere Siegel haben wollen. Ja, komm. Nicht so lang quatschen. Hier, red mit uns. Hast du meine Siegel schon? Aber natürlich. Gut, die Spartaner werden bald merken, dass jemand ihre erfahrensten Anführer ausschaltet. Wahrscheinlich, aber noch haben sie mich nicht. Interesse an noch mehr Aufträgen? Siehste, der will noch mehr, na klar. Natürlich, was brauchst du? Wenn das so weitergeht, müssen die Spartaner bald Bauern rekrutieren. Du bist wirklich kein Freund von Sparta. Wärst du es an meiner Stelle? Sie missachten alles, wofür Athen steht. Sie machen sich nichts aus Kunst oder Bildung oder Philosophie. Für sie ist der Krieg das einzige Ziel. Und so etwas aus dem Mund eines Feldherrn der Athener Armee. Ich diene Athen mit Waffen, weil ich ein guter Kämpfer und Stratege bin. Und damit schütze ich jene, die unserer Kultur und unserem Erbe dienen. Ihr Glück, dass sie dich haben. Ich habe mir meinen Platz verdient. Wärst du bereit, noch mehr spartanische Befehlshaber auszuschalten? Ich hol dir deine Siegel. Na klar, aber warum greift Sparta denn Athen an? Sag mal. Warum greifen die Spartaner Athen diesmal an? Warum tun sie irgendwas? Um zu erobern. Für den Ruhm. Weil sie nichts anderes als den Krieg kennen. Und was willst du denn mit den Siegeln, Junge? Und was machst du mit all den Siegeln? Erstmal dienen sie als Beweis für meine Erfolge. Sie verleihen meinen Worten Gewicht. Nur wenige Athener haben je ein spartanisches Siegel gesehen. Aber du hast noch andere Pläne für sie. Ich möchte, dass meine Kinder sie eines Tages sehen. Und dabei sind, wenn ich sie einem Tempel spende. Als Anreiz, sich ihre eigenen zu verdienen. Okay, worüber denkst du denn nach? Du wirkst nachdenklich. Denkst du an das, was deinem Großvater passierte? Nein. Ich denke an die erste Schlacht, die ich verlor. Was geschah? Ich habe meine Fähigkeiten überschätzt. Wir sollten eine Stadt belagern, aber ich war ungeduldig. Ich wollte mich beweisen. Es ging auf Kosten meiner Männer. Du hast den Befehl missachtet. Ja, ich führte einen schlecht vorbereiteten Angriff auf Aetolien. Es war pure Hybris meinerseits und meine Männer zahlten dafür. Mein bester Freund starb in dieser Schlacht. Nie wieder! Ich verstehe, warum du dir einen Vorteil gegenüber den Spartanern verschaffen willst. Die Spartaner sind bereits im Nachteil. Sie haben mich zum Feind. Na gut, aber ich hab doch hier schon was. Was ich weiß, reicht mir. Na, siehste, mitten im Chaos haben wir abgeschlossen. Und schnell wieder Wind haben wir bekommen.
Spartanische Siegelwinde. Okay, das machen wir wieder. Mache ich wieder nebenbei. Na? Da will bestimmt noch öfter solche Siegel haben. Die Schatzkarte haben wir noch nicht entdeckt. Wir reisen jetzt. Wir reisen jetzt nach. Hier war es, nach Melos zurück. Und machen hier mal ein bisschen weiter. Guten Tag auf Melos. Wir hupfen mal kurz hier runter. Und begeben uns mal zu dem Quest. Auf den Obsidian-Inseln sind wir natürlich, klar. Die lassen wir mal schön in Ruhe. Die Jungs. Wir gucken uns mal Drakios etwas näher an. Mal sehen, wie wir ihm helfen können. Krieger, Helden, Söldner aller Gattungen, kommt und schreibt euch hier ein für die Schlacht der 100 Hände. Wir müssen reden. Ich stehe zu dir. Ich bin noch nicht bereit für die Schlacht. Doch, ich bin bereit zu kämpfen. Ich bin jetzt bereit. Gewiss. Roxana sagte, die Vorbereitung lief gut. Triff mich hinter den Stadttoren. Die Schlacht wird bald beginnen. Na klar, mit Roxana haben wir gut gekämpft. Waffenruf abgeschlossen. Und wir gehen ihm mal hinterher. Die große Anwärterin. Komm, was ist denn das für eine Schlacht? Ich bin gespannt. Was denn? Lass den doch mal durch. Frisches Blut. So wie diese Krieger aussehen, werden wir eine denkwürdige Schlacht der 100 Hände erleben. Ich glaube, die Menschen werden noch jahrelang darüber reden. Na mal sehen. Eure Ausrüstung macht vielleicht den Unterschied zwischen Sieg und Tod aus. Also stattet euch bei Gernadios mit den besten Waffen und Rüstungen aus. Okay. Seid bereit, Krieger! Die Schlacht wird bald beginnen. Ah, da kommt die Söldnerin. Wir können beginnen. Na, auf jeden Fall. Na los. Wir haben uns hier versammelt für die Schlacht der 100 Hände. Wieder einmal sind imposante Krieger aus der ganzen griechischen Welt gekommen, um ihre Kraft und ihr Können gegen die besten Gegner zu testen. Ob es das schärfste Schwert der Athener Armee ist oder der breiteste Schild, den Sparta aufbieten kann, sie alle stehen hier allein gegen viele. Auf dem Höhepunkt treffen die letzten beiden auf einem speziellen Schlachtfeld aufeinander. Doch nur einer von ihnen kann siegen. Lass die Schlacht der 100 Hände beginnen! Merkt euch diesen Klang. Er ertönt während der Schlacht und verkündet euren Fortschritt. Und nun kämpft! Okay. Töte alle Anwärter der Schlacht. Übrige Anwärter. Hafen von Melos habe ich entdeckt. Na klasse. Ich muss also gegen alle kämpfen, ne? Und da kommt ran hier. Ja, wenn ihr gegeneinander kämpft, dann passt das auch. Na komm, treff ihn doch mal. Hey. So, du. Wo seid ihr denn, Jungs? Hier müssen wir doch was einsammeln, ja. Töten die sich auch gegenseitig nicht, ja? Was machst du? Ja, komm. Komm ran, ja. Das läuft. Die sind aber nicht gerade sehr kräftig, sag ich mal, ja? Die Anwärter. Hm.
Das Ganze ist das Schlachtfeld hier, oder was? Kann ich jetzt gucken, eigentlich? Okay. Okay. Das ist ein großes Schlachtfeld. Heieiei. Bis da hoch geht's. Alles Schlachtfeld. Na, was ist denn hier? Echemos, der Weintrinker. Aber ist das alles? Das muss ich mal ausprobieren. Das probiere ich jetzt mal aus. Mal gucken, ob die Typen auch alles Anwärter sind. Das checken wir mal aus. Volle Marsch. Ja. Das checken wir mal aus. Komm. Hey. Mann, mach den doch mal kaputt. Nee, die nicht. Oh, da haben wir Eche. Das ist doch ein... Das ist doch ein... Na, sag schon, ein Kultist. Ich muss hier erstmal raus. Mist. Ohne den Bonus. Naja, aber... Das ist egal, komm. Okay, das hier sind erstmal keine Anwärter. Ich sehe es, ja. Aber den da, den holen wir uns. Und dann nochmal auf den drauf. Und wo ist der nächste? Ah, Mist. Okay, da war einer. Und jetzt haben wir den da. Na, was denn? Nein, nein, nicht mit mir. Mann, ah, Mist. Mach ihn kaputt, los. Mist. Was war gut? Wo ist er? Hier. Ah, vorbei. Okay, das war schlecht. Oha. Wo ist denn der Typ hin? Den... Hä, wo ist denn der? Ach, da hinten liegt er. Oh, der hat's erwischt. Nee, doch noch nicht. Mist. Komm, hoch mit dir. Jetzt hier. Mann. Treff den doch mal. Wo ist er? Jetzt. Ach, das war der Anführer. Es ist nicht ein Kultist gewesen. Na gut. Ich ziehe mich hier mal zurück aus der Festung. Wir haben hier gerade... Hallo. Oh, was habe ich jetzt? Oh, jetzt habe ich wieder... Aha. Rechter Stick gedrücken ist so ein komischer Laufmodus. Ich weiß immer noch nicht genau, was das ist. Ich ziehe mich hier mal zurück. Ich wollte ja... Ja, das sabotieren wir mal kurz. Ich wollte ja eigentlich... die andere Quest machen, die Anwärter. Aber jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, wo das ist. Lass mich noch mal kurz gucken. Die Schlacht. Die Schlacht. Hafen. Ich habe keine Ahnung, wo das... Hafen. Hier. Und das ist... Nee, da ist die Schlacht. So weit weg sind wir. Okay. Wir gehen mal dahin. Und hauen erstmal den komischen Kopfgeldjäger. Na gut, also da kann man natürlich erstmal rein. Also da, das lassen wir uns nicht entgehen. Na? Das hat den Spartanern nicht gefallen. Eroberungsschlacht, hallo. Ich muss aber da mal zurück. Wir haben uns hier... Oh, ich komme hier nicht weg. Da ist wieder der... Nee, der Schatz scheint weiter weg zu sein. Ja, hier haben wir uns gut durchgemetzelt. Wir holen aber erstmal den Kopfgeldjäger und dann geht's zurück in die Schlacht, Mensch. Da habe ich mich wieder ablenken lassen. Wo ist denn der Typ? Gleich hier drin oder draußen? Oder gleich hier irgendwo.
Na, geh doch einfach runter, ja, komm. Hafen, ja, da sind wir am Hafen. Und da müsste doch auch... Na, komm. Wo ist denn der da? Ist der da um die Ecke? Ist der um die Ecke? Ach, hier drinnen versteckt er sich. Okay, dann los. Gebt mir all das Kopfgeld. Was drauf? Das zweite Signal. Ein Viertel der Teilnehmer ist tot. Ich komme ja gleich. Ich muss hier erst noch mal ein bisschen aufräumen. So. Wo geht's weiter? Hier runter. Sind wir aber sehr weit. Ach so, dran, die andere Richtung. Sehr weit abgekommen. Ja, den Schatz. Den. Oh Gott, wenn wir gerade hier sind. Dann nehmen wir doch auch die zwei Schätze mit, nicht wahr? Wo ist denn? Holen wir uns erstmal den ein. Na, nimm schon, komm. Was machst du denn? Nein, lass liegen, nur den Schatz hier. Werf weg, Junge. So, Schatz Nummer 1 hast du geholt. Und wo ist Schatz Nummer 2? Zeig mir halt. Nicht brennen. Nein. Wo ist denn Schatz? Ah, ich kann gerade nicht. Ich bin gerade höchst aggressiv. Na gut, dann komm doch ran hier. Wenn du es so möchtest, dann bekommst du es natürlich. Lass mich noch mal kurz gucken, wo der zweite Schatz ist. Auch da drin? Das gibt's doch nicht. Ah, da oben. Okay, gut versteckt. Nimm schon, lass. So, aber jetzt gehen wir endlich mal dahin, wo die Schlacht toben soll. Und gleich mal hier so den Hafen erledigt. Und auf geht's. Wir haben gedacht, die anderen machen das schon, ne? Hier ist nichts soweit. Alles sauber. Okay. Alles erstmal sauber. Aber jetzt. Ja, aber hier ist doch weit und breit niemand. Hä? Ach, da sind welche. Okay, ich komm, Jungs. Ich sehe euch. Ihr habt halt Angst vor mir, ich kann's verstehen. Nein, runter mit dir. Komm. Na los. Los, wir müssen in die Schlacht. Hier geht's los. Guten Tag. Sie kämpfen mit Obsidianschwertern? Die würde ich mit bloßen Fäusten schlagen. Du bist mir nicht gewachsen. Nicht? Noch ein Signal. Die Hälfte der Kämpfer ist bereits okay. Gefallen. Was ist denn mit dem Schatz da? Irgendwann wirst du müde. Ich wär müde? Nein, ich wär nicht müde. Mann, unser Tier. Ich wäre niemals müde. Na komm. Dann gehen wir mal in Richtung des Schatzes. Mach ein bisschen Licht. Wo kommt denn hier der Schatz her? Okay, greif zu. Ich dachte, hier kämpft jeder für sich selbst. Aber die arbeiten offenbar zusammen. Wer denn? Gibt doch immer verlorene Seelen, die in Freiheit leben wollen.
Hier, Jungs. Sag mal, ob du mit der Waffe umgehen kannst. Okay, wir machen mal hier den. So, Jungs. Kettenangriff. Ist gerade nicht. Na schön, dann war's das mit euch. Wir müssen irgendwo anders sein. Ja, das stimmt.